Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zu einem neuen Spiel hier auf dem Kanal zu ARA History Untold. Ja, viele Leute spielen es natürlich. Ein Ziv-Klon, da muss ich natürlich auch mit rein. Also schauen wir mal, ob ein wirklicher Ziv-Klon ist. Aber es geht zumindest in die Ziv-Konkurrenz. Man weiß ja, ich bin ein Ziv-Liebhaber. Deswegen muss ich da natürlich rein. Bei mir natürlich ein paar Tage verspätet. Ich habe es mir nicht vorbestellt. Vorbestellt schon, aber ich habe keinen Key vorher bekommen. Bin ich zu klein und unwichtig und ich ehrlich gesagt, ich habe gar nicht angefragt, also von dem her. Aber dann musste ich es natürlich noch ein bisschen Probe spielen, damit ich auch weiß, von was ich rede. Jetzt ist es soweit. ARA History Untold. Also, wir gehen auf Einzelspieler, starten ein neues Spielchen. Ich habe mich noch gar nicht entschieden, mit wem ich spielen will. Wir haben hier relativ viele Anführer. Interessanterweise zum Beispiel bei Deutschland auch zwei verschiedene werden wir auf jeden Fall nicht spielen. Das kann ich schon mal sagen. Und Komponisten. Kamera muss ich dann noch einstellen, die ist noch auf Europa Universalis eingestellt. Sibylle von Hildegard von Bingen spiele ich nämlich, ich wollte gerade hier Sibylle von reinlesen. Hildegard von Bingen spiele ich gerade in meinem Spielchen. Wir werden, glaube ich, auf Australien gehen. Lass mal ganz kurz gucken. Harun al-Rashid, sagenumwobener Kalif des Abbasiden-Kalifats. Ja, wir werden Australien spielen. Ihr wisst ja, Running Gag bei mir auf dem Kanal, oder wenn ihr neu seid, wisst ihr es nicht. Ich sage mal, ich bin Pazifist und das bin ich natürlich auch. Deswegen, hier haben wir einen pazifistisch ausgerichteten Herrscher, Howard Florey von Australien. Wir sind ein medizinisches Genie. Was bedeutet das? Universitäten und Forschungszentren liefern uns zwei Forschung pro Zug. 25% handwerkliche Produktion für die Anfertigung von Verbändeseife, Antibiotika, was das bringt, sehen wir später. Und dementsprechend machen wir auch 5, 10 oder 30 Stadtgesundheit, wenn wir eins von den hergestellten Sachen benutzen. Wir sind kollaborativ, das heißt drei Wohnraum in unserer Hauptstadt. Wir starten ein bisschen größer. Ich mag das ja ganz gerne, wenn man mit größeren Städten spielt. Ich habe Australien ja auch unglaublich gerne bei Civ 6 gespielt, deswegen, ja. Dann haben wir herrschaftlich 10 Zufriedenheit und 10 Wohlstand für alle Städte, wenn wir nicht im Krieg sind. Bin ja pazifistisch ausgelegt. Dann haben wir innovativ 10% Forschung pro Zug in unserem Hauptort. Dann haben wir noch 10 Wissen für alle Städte. Und wir sind pazifistisch minus 10 Stärke für Streitkräfte außerhalb unseres Gebiets. Ich kann schon mal so viel vorne wegnehmen. Der Krieg funktioniert meistens zumindest anders als bei Ziv. Das heißt, wir können uns auch einfach in unserem Gebiet verschanzen, nicht rausgehen, einfach nur quasi einen Defensivkrieg führen und gewinnen den Krieg trotzdem. So, deswegen, wir spielen Howard Florey. Wir spielen Vicomte. Ich bin immer noch ein bisschen am Lernen, deswegen lassen wir mal die normale Einstellung. Später werden wir auf jeden Fall nach oben gehen. Wir generieren eine neue Karte. Wir spielen mit 8 Nationen. Ich drücke Spiel erstellen. Ich glaube, ihr habt alle wahrscheinlich schon Videos woanders gesehen. Deswegen, ja, gehe ich da jetzt nicht so und erkläre alles, zeige jeden Herrscher. Ein bisschen was werde ich gleich anfangen zu erklären. Mein erster Eindruck bisher, großartiges Spiel. Ich habe natürlich ein bisschen was gelesen, dass es hinten raus ein Problem oft wird. Bug ist noch kein einziger bei mir aufgetreten. Schauen wir mal. Geschätzter Howard Florey, mit einem Geist, der so fruchtbar ist wie die Weiten Australiens, haben wir aus isolierten Wanderern Siedler gemacht, die ihren Platz in der Welt beanspruchen. Unsere Gesellschaft wird unter dem Banner des Fortschritts wachsen, mit einem Entdeckergeist und einer Widerstandsfähigkeit, die unsere Nation definieren werden. Sie haben die Präzision eines Wissenschaftlers und das Herz eines Heilers. Unser Volk erwartet von uns eine Vision, die es dazu inspiriert, die Welt mit Neugier zu betrachten. Zum Wohle der gesamten Menschheit. Jetzt wissen wir, was Sache ist. Ich habe gedacht, ich spontan entschieden, ich lasse einfach mal laufen. So, Kamera. Dich schieben wir einfach mal schnell hier runter. Ich glaube, das passt. Also, wer Ziv gespielt hat, wird sich mit dem Overlay mal direkt wohlfühlen. Man muss übrigens dazu sagen, ich finde es krass, was wir hier für eine Grafik haben, für den, nennt man es auch 4X-Strategietitel, ich weiß gar nicht, für einen Ziv-Strategietitel haben wir eine unglaublich schöne Grafik, wenn wir zum Beispiel hinscrollen,
Ist aber auch relativ Grafikfresser. Der Entwickler empfiehlt zwar gerade mal eine 1080, aber ich habe auf meinem anderen Rechner eine 2080 Ti. Und da laggt es unter normalen Grafikeinstellungen. Und das noch dazu auf WQHD. Hier spiele ich jetzt natürlich auf 4K. Und wir haben ein Ultra drinnen. Eine Voreinstellung für Ultra haben wir einfach mal drinnen. So, wir werden sehen, ob es bei mir irgendwann ein bisschen laggy wird. Interessanterweise, ihr seht es nicht. Hier oben bei mir werden die FPS von Steam eingeblendet. Wenn ich so auf diesem Bild bin, habe ich gerade mal 44 FPS. Ich habe natürlich einen 144 FPS Monitor. Also, schauen wir mal. Aber ist ja in dem Fall alles nicht so wild bei dem Spiel. So, also. Dann, wir, habe ich ja schon gesagt, die meisten werden sich für Overlay technisch gleich einmal ein bisschen wohlfühlen. Die Sachen sind ein bisschen verrutscht, aber das Wichtigste erstmal hier unten, das ist wie bei Ziff. Hier haben wir unsere Meldungen. Wir haben den Rundenenden-Button. Und interessanterweise, jede Funktion, die wir ausgeführt haben, ich nehme mal ganz kurz hier meinen Speer und schicke den mal schnell ins nächste Gebiet. Jetzt poppt hier unten eine 1 auf, gerade eben stand da eine 0. Da können wir reingehen, wir sehen, was wir in der Runde alles für Befehle gegeben haben. Und wenn wir auf das X klicken, setzen wir den Befehl einfach wieder zurück. Und das können wir mit jedem Befehl in der Runde machen. Ich meine, klar, am Anfang haben wir ein, zwei Befehle, ist ja logisch. Aber im späteren Spielverlauf mit mehreren Militäreinheiten und sonstiges, haben wir hier nochmal eine schöne Übersicht, was haben wir in der Runde alles gemacht. Finde ich, also, da finde ich schon mal sehr schön. Daneben Visualisierung, kennen wir auch, wäre bei Ziff jetzt hier drüben. Ja, Stadt untätig, Canberra ist ausgewählt. Genau, ansonsten, wir sehen, hier haben wir Canberra, unsere Hauptstadt. Größe 1, daneben ist dann das Baumenü. Stadtrang ist der Wachstum von der Stadt. Alles ganz klar. Hier unten haben wir das goldene Zeitalter. Überspringen wir kurz, wir fangen hier oben links an. Da sind wir mit unseren Prestige-Punkten. Im Spiel geht alles um Prestige. Wenn wir eine bestimmte Anzahl an Prestige-Punkten haben, haben wir irgendwann mal gewonnen. Soweit mal vorneweg. Dann haben wir unsere Grundressourcen. Nahrung, Gold, Holz und Materialien. Ich wollte gerade Eisen sagen, aber nein, das sind Materialien. Ein kleines Menü, wo wir verschiedene Einstellungen tun können. Das haben wir bei Ziff, glaube ich, auch an der Stelle. Einmal unsere Regierung. Werden wir alles im Detail später sehen. Dann haben wir die Religionen. Dann haben wir unsere Vorbilder. Das ist ja sowas wie die Helden, könnte man bei Ziff vielleicht sagen. Nicht die Helden, die Generäle und so. Große Priester und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht mehr, wie es genau heißt. Dann haben wir Informationen zu, wenn wir irgendwas Spezielles entdecken oder wenn wir hier so drüber fahren, was halt so für Nahrung und sowas in den Regionen sind. Und unsere Berater, das ist genau das gleiche wie Vorbilder. Unsere Vorbilder können wir hier als Berater nämlich einsetzen. Gut, auf der rechten Seite, da haben wir dann unsere Ressourcen. Und zwar haben wir einmal, also die Reserve unserer Militäreinheiten. Werden wir später sehen, wenn wir eine Militäreinheit gebaut haben, funktioniert hier ein bisschen anders. Dann haben wir unsere Ressourcen und zwar schön aufgestellt. Übrigens, man merkt schon, wo ich mit meiner Maus hinfahre. Warte, so, wir bleiben kurz drüber. Oh, ich kann ins Feld rein. Sehr cool. Oh, ich kann in Holz rein. Oh, ich kann in Glasfenster rein. Oh, ich kann in Keramikladen rein. By the way, wenn man schnell sich zwischen den Fenstern bewegen will, kann man auch einfach Shift drücken, halten und dann kann man, nein, das ging jetzt schief. Einfach auch nur drüber fahren und dann gehen die Fenster schneller auf, ohne dass man irgendwas sonst, dass man aufpassen muss, wo fahre ich jetzt hin oder irgendwie sowas. Shift drücken hilft, aber man kann auch, wenn man ein bisschen langsamer ist, einfach langsam drüber fahren ins nächste Fenster rein. Ist nicht mehr die neueste Scheiße, aber finde ich schön, dass sie es eingebaut haben. Also, wir haben hier unsere Ressourcen und zwar schön mit, was brauchen wir, was verbrauchen wir. Wichtig, das gleiche hier daneben. Nochmal mit Waren, wenn wir die irgendwann mal haben. Was produzieren wir? Sind wir bei der Spezialfähigkeit Australien mit Verbände? Unsere Forschung, ganz klar. Dann haben wir hier nochmal das berühmte Ziffpedia. Hier heißt es Karta irgendwas. Encarta. Dann das nebenan Menü. Unsere Forschung an sich kommt nächste Runde. Drunter nochmal besondere Ziele. Wir können Sachen fertigen. Wir sehen zum Beispiel, wir bauen in Canberra, da haben wir die große Feuerstelle. Das ist sowas wie das Hauptgebäude in der Stadt. Und wir produzieren Festmale. Kommen wir alle später dazu.
Dann haben wir das Inventar. Hier nochmal eine Übersicht. Wir haben zum Beispiel 100 Holz, machen zwei Brunnen. Sehen wir aber auch hier. Spielt aber dann später eine Rolle, wenn wir hier unten Waren, Reserven, Meister, also in erster Linie mit den Waren dann. Sollten wir aber auch, wie gesagt, hier sehen. Beziehungsweise haben wir hier ja auch nochmal die Ressourcen. Also wir haben unglaublich viele Fenster, wo wir immer unsere Ressourcen, unsere Waren sehen. Dann haben wir Meisterwerke. Wir können später so Bilder und sowas machen. Habe ich aber tatsächlich... Soweit war ich noch nicht. Ich habe oft neu angefangen, um den Anfang des Spiels zu sehen. Ich bin, glaube ich, noch nie in der Mitte des Spiels angekommen. Ich habe 3 oder 4 Neustarts gemacht. Nicht, weil ich so schlecht war, sondern einfach, man lernt neue Sachen. Und man möchte natürlich sofort einschätzen, ja, war das jetzt gut, war das schlecht, möchte sofort umsetzen. So tick ich zumindest. So, und dann haben wir noch die diplomatischen Beziehungen. Stämme, Nationen, Stämme sind Stadtstaaten. Gut, dann haben wir unten goldenes Zeitalter. Goldene Zeitalter, wir sammeln, je zufriedener unsere Bürger sind, einfach Punkte. Wenn wir ein goldenes Zeitalter bekommen, holen wir mehr Prestige aus all unseren Prestige-Projekten, was wir hier brauchen, um zu gewinnen. Zeige ich später. Wichtiger ist eher das, was drunter ist, diese kleine Anzeige hier unten. Und zwar können wir nicht wie bei Civ einfach unendlich bauen, wie es unsere Ressourcen hergeben, sondern wir sind begrenzt. Das erste hier unten heißt zum Beispiel, dieses erste 02 sind unsere Militäreinheiten. Wir können momentan nur 2 Militäreinheiten bauen. Daneben, wir können auch nur 2 Wassereinheiten bauen oder 2 Lufteinheiten, was wir noch gar nicht können, weil wir sind ja noch in der Steinzeit. Wäre komisch, wenn der Höhlenmensch jetzt halt schon auf dem fliegenden Besen rumdüst oder sowas. Und ganz wichtig auch, wir können auch nur 3 Städte haben. Man kann natürlich diese Obergrenzen alle erweitern. Städte zum Beispiel ganz easy einfach mit der Regierungsform. Das sehen wir hier zum Beispiel schon. Stadtobergrenze bei Häuptlingstum ist 1 von 3. Also wir haben eine Stadt logischerweise und 3 können wir haben. Das wird sich auch relativ schnell verändern. Man kann aber nicht einfach alles zugleistern, wie man das möchte. So, jetzt haben wir eine kurze Einführung gemacht. Wir werden alles mit der Zeit sehen. Ein paar Sachen werde ich noch erklären. Schauen wir mal. Also erstmal, wir bewegen unseren Speer. Ah, genau, ganz wichtig, wir haben hier keine Hexfelder, wie ihr seht. Wir haben hier so komplett andere Felder. Spielt sich aber trotzdem natürlich ähnlich, nur man muss die Ausgrenzungen oder die Grenzen ein bisschen beachten. Beispielsweise, wenn ich jetzt mit meinem Speer hier hingehe, deckt er nur das Feld auf im Nebel des Krieges, an dessen Grenze ich angrenze mit diesem Feld. Also wenn ich hier reingehe, haben wir nur diese Grenze hier, wo ich dann aufdecken werde. Wenn ich jetzt hier hingehe, was wir auch tun, decken wir das auf. Hier decken wir was auf. Hier decken wir was auf. Hier decken wir was auf. Muss man beachten. Ja, wir haben natürlich verschiedene Ressourcen. Hier haben wir zum Beispiel Wein, wir haben Reis, wir haben hier aggressive Viecher. Die greifen uns jetzt nicht standardmäßig an, aber wenn wir dort eine Stadt zum Beispiel bauen, können wir dieses Feld nicht benutzen. Weil... Wir sehen zwar jetzt hier ein großes Feld, das besteht aber trotzdem aus lauter kleinen Feldern. Nur nicht bei der Bewegung von den Truppen. Mal schauen, wenn man hinscrollt, sieht man es leider nicht. Wenn wir aber in die Stadt reingehen, mach's erst anders, wir sehen ein großes Feld. Canberra, ja. Wenn wir jetzt in die Stadteinsicht reingehen und jetzt reinscrollen hilft leider nichts. Muss ich mal schauen, ob es da eine Einstellung gibt, dass man immer die Grenze sieht. Aber man sieht, wenn ich mit der Maus drüber fahre, oh... Wir haben hier 5 Felder. Sieht man auch hier rechts übrigens. Auf einem Feld ist unsere Feuerstelle, unsere Stadt. Und die anderen 4 Felder können wir bebauen. Ja? Also wir haben ein Feld, das aus insgesamt 5 Feldern besteht. Spielt eine große Rolle, wenn wir dann unsere Städte erweitern. Ja, Stadt Untätiger hätte ich gleich machen können. Genau, dann zeige ich euch gleich, wie man baut. Den anderen, na, erkläre ich vielleicht dann auch gleich. So, und zwar können wir jetzt anfangen... Was wollen wir denn bauen? Also ich bin natürlich jemand, ich will am Anfang sehr viel Wachstum haben. Deswegen haben wir hier drüben alles, was wir bauen können. Verbesserungen, Spezialisten, Siedler, Speer, Militäreinheiten und die Projekte. Wir bauen jetzt erstmal einen Hof, weil der Hof gibt uns 100% Nahrungserträge in der Region. Was heißt das? 100% Nahrung heißt, der Hof, er steht jetzt nicht, es gibt uns 3, 4, 5, 6 Nahrung, sondern... Wir sehen hier, nicht in dem Feld, sondern diese Anzeige hier. 3, 2 Holz, 2 Metalle oder Materialien, 1 Gold ist das, was für die gesamte Stadt zählt. Also egal welches Feld, ja? Egal welches Feld. Der Hof gibt uns 100% Nahrungsertrag, das heißt, er macht 3 Nahrung. 100% von dem hier.
sind 3 Nahrung. Zusätzlich macht er 3% Stadtwachstum, das ist dann hier oben. Und 5 zusätzliche Regionen Erdbeerproduktion für jede Hofverbesserung in der Region dieser Verbesserung. Heißt, glaube ich, 5 zusätzliche, wenn wir mehr Höfe hinbauen oder irgendwie sowas. Für jede Hofverbesserung. Irgendwie sowas. So, wir bauen jetzt mal hier hin. Wir können den hinsetzen, wo wir wollen. Wie gesagt, das macht nichts aus. Wir setzen ihn jetzt einfach mal hier unten hin. Dauert 7 Runden. Wird schneller gehen faktisch, aber okay. Also, genau, Stadtansicht. Was wollte ich noch erklären? Hier haben wir, wenn wir da mehrere Gebiete haben, sehen wir hier alle, wo wir was reinbauen können. Wir können hier ein bisschen filtern nach Handwerker, nach Mähdrescher. Kommt alles später mit der Zeit. Hier oben, was bauen wir? Hier links haben wir eine Zusammenfassung. Unser Wachstum, wie schnell steigen wir auf? Wie viel Bevölkerung haben wir? Wir sehen zum Beispiel hier haben wir 300 Bevölkerung, machen 17 pro Runde. Wenn die Leiste hier oben voll ist, sind wir durch. Dann haben wir hier eben auch nochmal 300 plus 17. Wir machen 12 Produktion, wir machen 7 Forschung. Hier in der Stadt 2 Nahrung, 11 Gold, 2 Holz, 2 Metalle. Finde ich in der Stadtansicht zwar interessant, aber ist vollkommen unerheblich. Wir haben nämlich ein globales Inventar, gerade bei den Grundressourcen wie bei Ziff. Und ob hier eine Stadt mal Minus macht, kann so egal sein, solange es hier oben passt. Ja. Dann haben wir Annehmlichkeiten, können wir noch nicht reinhauen. Das ist zum Beispiel, wir produzieren ja hier dieses Festmahl, das können wir dann reinhauen, um hier die Lebensqualität zu erhöhen. Die Lebensqualität zählt für die ganze Stadt. Umso glücklicher die Stadt, umso besser, umso mehr Prestige machen wir und so weiter und so fort. Wir haben hier zum Beispiel die Zufriedenheit, die Gesundheit, das Wissen, den Wohlstand und die Sicherheit. Wissen ist auch zum Beispiel, geht auch so ein bisschen in die Forschung mit rein. Also da muss man sich um diese Bedürfnisse kümmern. Man sieht, hier unten kann man nicht drüber fahren. Schade. Also man sieht auf jeden Fall, solange es grün ist, passt schon, aber umso höher, umso besser. So, jetzt habe ich wirklich viel geredet. Wir sehen, wir haben 2 Züge die Runde gemacht. Einmal die Bewegung, einmal den Hof. Jetzt werden wir aber einfach in den nächsten Zug gehen. So, wie ich es gesagt habe, wir decken das hier alles auf. Hier hat man keine Grenze mehr dran. Hier kommen auch die Meldungen. Beispielsweise eine Einheit ist untätig, unser Speer. Und wir haben 2 Lager mit Vorräten entdeckt. Was sind Lager mit Vorräten? Also wir kennen die von Ziff, die kleinen, diese kleinen Barbarendörfer, glaube ich, hieß es immer. Nicht die Barbarendörfer, sondern diese kleinen Dörfer, halt, wo man reingehen konnte. Genau, und das ist das hier zum Beispiel. Man sieht schon hier Schwertrucksack, genauso hier oben. Gibt es verschiedene. Da können wir reingehen. Ist aber nicht so, wir entdecken das automatisch, wenn wir hier in das Feld reingehen. Nein, wir müssen speziell da draufklicken. Zack. So, jetzt sieht man hier schon eine kleine Schaufel. Das heißt, der geht dahin und gräbt aus. Allerdings ist es so, das kostet 2 Züge. Der muss jetzt einmal erst in den Bereich reingehen. Und innerhalb des Bereichs geht er dann zu diesem Ausrüstungslager. Gut. So viel dazu. Dann haben wir Technologien. Jetzt können wir Sachen forschen. Die Forschungen laufen hier auch ein bisschen anders als in Ziff. Und zwar ist so, wir können auch hierhin draufklicken, das sieht man es ein bisschen besser. Wir haben verschiedene Zeitalter. Gut, das gibt es in Ziff auch. Der Unterschied ist, um in ein anderes Zeitalter vorzukommen, brauchen wir 5 Forschungen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die Bronzebearbeitung ist gesperrt. Die wird erst freigeschalten, wenn wir 5 andere Forschungen haben. Also wenn wir aus den statt 8, also 7 Forschungen, 5 haben, wird die Bronzebearbeitung freigeschalten. Und welch ein Wunder, wenn wir Bronze haben, kommen wir in die Bronzezeit. Logisch. Jetzt gibt es aber eine wichtige Sache. Sobald wir in die nächste, also wir schalten jetzt hier 5 Forschungen frei und gehen in die Bronzebearbeitung, dann werden ja immer noch 2 Forschungen übrig. Wir haben ja 7. Ja. Und wir rutschen dann in die Bronzezeit. Dann sind alle Forschungen, die wir nicht erforscht haben, also die 2 übrig gebliebenen, weg. Die können wir nicht mehr erforschen. Die sind dahin. Kann ein Problem werden, muss aber nicht. Werden wir uns später, wenn ich dran denke, genauer angucken. Wir sehen nämlich hier unten zum Beispiel auch immer, was die, also die Forschung, die Töpferei schaltet zum Beispiel den Keramikladen und die Keramiktöpfe frei. Oder wir sehen es vielleicht ein bisschen besser. Hier ist zum Beispiel Wein. Wir können mit einer Weinrebe Wein anbauen. Wir haben hier die Gärung.
haben wir zum Beispiel Wein. Für Wein brauchen wir logischerweise eine Weinrebe. Die können wir abbauen, brauchen wir nur einen Hof dazu, das ist alles kein Problem. Um die Weinrebe aber zu Wein weiter zu verarbeiten, brauchen wir hier die Gärung. Wenn ich jetzt aber die Gärung nicht erforsche, kann ich auch keinen Wein herstellen. Wenn jetzt allerdings die Forschung weg ist, denkt man ja, dann komme ich nie wieder an den Wein. Nein, das ist falsch. Sobald, wenn man nämlich hier auf den Wein drüber geht, sieht man, wie das hergestellt wird. Gärgrube. Das ist ja hier das zweite Gebäude, Gärgrube. Aber wir sehen auch daneben, ich kann es auch durch die Brauerei oder durch die Destillerie herstellen. Das heißt, irgendwann kommt eine Forschung, gehen wir mal über die Brauerei drüber. Und zwar, da kommt die Brauerei, erforsche ich, wenn ich... Ja, wo steht's? Ah, hier unten. Brautechnik. Brauche ich die Brautechnik dazu? Die Brautechnik wird im frühen Mittelalter freigeschalten. Das heißt dann quasi, ich muss halt warten, bis ich im Mittelalter angekommen bin, um Wein herzustellen. Aber es ist nicht komplett verloren. Das will ich eigentlich nur damit sagen. Gut. Nachdem wir das jetzt geklärt hätten, ich würde gerne anfangen direkt mit Wein, weil warum eigentlich nicht? Wir brauchen eine Traube dazu für die Gärgrube. Wir würden damit Wachstum und Zufriedenheit fördern, werden uns hier den Wein holen. Fangen wir mal mit der Gärung an. So, erste Forschung. Jetzt sind wir schon bei 21 Minuten und ich habe nur gelabert. Wir haben eine Runde gespielt. So, nächste Runde. Zack. Oh, hier haben wir schon einen Stamm entdeckt. Der mag uns momentan nicht. Der hat hier eine kleine Leiste. Wir sehen es. Hier hat er eine Leiste. Wie positiv oder negativ ist er uns gegenüber eingestellt? Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir den Stamm aggressiv wegmachen können. Vermutlich schon, aber habe ich bisher nicht gebraucht. Es gibt immer wieder Events, dass man die Laune von dem Stamm anheben kann. Und sobald der hier hinten auf dem grünen Punkt angekommen ist oder noch eins drauf, schließt sich der Stamm einem an. Das heißt, man kriegt aber hier keine Stadt, sondern die Bewohner laufen in die nächste Stadt oder in die Hauptstadt, so genau weiß ich es nicht. Deswegen stelle ich mich, ich persönlich mit denen immer gut. In den Events kann man aber auch dafür sorgen, dass die einen hassen. Also wird man wahrscheinlich auch mit Militär reingehen können und die plündern können oder sowas. Interessiert mich halt nicht. So, man sieht jetzt unsere Figur hier. Ist nicht untätig, sondern unsere Figur geht jetzt halt ausgraben. Genau, wir haben den Stamm Singleton entdeckt. Gut, dann machen wir weiter. Nächster Zug. Wir haben Lager gesammelt, das ist ein Festessen, ein Pflug, ein Rad, eine Tunika, Parfüm und Seide haben wir bekommen. Das sind alles Waren, die sind jetzt hier oben drinnen. Pflug, Rad, Tunika braucht man für irgendwas. Man wird im Gegensatz zu Ziff hier später Produktionsketten erstellen, deswegen sind diese Sachen ganz wichtig. Gut, unsere Einheit ist untätig, wir haben hier oben noch ein Lager, deswegen möchte ich dahin, aber nicht so. Wir gehen erstmal hier rüber, wir gehen jetzt hier so den langen Weg. So, nächster Zug. Wir decken hier ein bisschen was auf. Ist nicht so interessant. Nächster Zug. Übrigens, jeden Tag poppt hier auf, was wir hier verdienen in der Stadt. Nur so zur Info. So, ja. Nächster Zug. So, wir sind im Gebiet. Nächste Runde holen wir uns das Lager. Wir brauchen noch eine Runde. Dann ist unser Hof fertig. Und die Forschung haben wir auch abgeschlossen. Wein, Gärungsgrube, sehr geil. Dann gehen wir weiter. Wir haben hier noch Reis. Mit Reis können wir, glaube ich, noch nichts anfangen. Nein, können wir erst durch Bewässerung Kornspeicher. Ah, Kornspeicher haben wir aber. Beziehungsweise haben wir hier die Brautechnik. Für Malz oder hier halt fürs Reiskorn, genau. Ja, dann schalten wir doch einfach hier den Kornspeicher frei, würde ich sagen. Können wir dann Getreidelager bauen. Was haben wir noch? Einheit ist untätig. Genau, wir gehen mal weiter entdecken. Wir haben den Hof abgeschlossen und wir haben aus dem Lager hier einen Loop bekommen. Wir sehen jetzt schon, wenn man jetzt nah hinzoomt, aus unserem Gebiet, wo auch unser Dorf ist, hier die große Feststelle, ist hier plötzlich der Hof. Und Leute, mal ernsthaft. Macht doch einfach Flair, oder? Also optisch, das Spiel mag andere Nachteile haben, werden wir mit der Zeit sehen. Aber optisch, danke an die Entwickler. Sage ich ganz ehrlich. Und ihr müsst euch vorstellen, jetzt schaut der Hof natürlich hier so ein bisschen,
ja, so reingepresst aus. Hier kommt dann die Straße zum Beispiel rein, wenn man eine hat eventuell. Aber wenn wir jetzt die anderen Gebiete vollbauen, entstehen ja hier lauter solche Gebäude. Und wir haben ja die anderen Gebiete auch noch außenrum, die wir irgendwann mal anschließen können. Also wirklich, wunderschön. Gefällt mir sehr gut für so ein Spiel. So, dann werden wir gleich als nächstes die Werkstatt bauen. Warum die Werkstatt? Wir können in der Werkstatt Sachen herstellen. Also erstmal, es erhöht die Bauproduktion der Industrie. Das heißt, wir kriegen für Industrieverbesserungen in der Region eine Verbesserung. Nee, werden wir nicht bauen. Wir machen es anders. Wir steigen eh bald auf und holen uns einen anderen Stadtrang. Eine Region ist nämlich das hier. Das ist eine Region. Und wir haben ja durch den Hof in der Region eine Verbesserung auf weitere Höfe oder auf weitere Ernteprodukte. Heißt, wir holen uns vielleicht dann doch noch nicht den Wein, ich weiß es noch nicht, sondern erstmal in eine andere Region. Und da werden wir in die Produktion reingehen. Man sieht übrigens hier schon 1 bis 8 Leute. Wir können hier auch eine Wohnung bauen, um den Wohnraum zu erhöhen. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Heißt, dann bauen wir jetzt mal direkt einen weiteren Hof, um noch mehr Nahrung hier rauszuholen. Zack. Schnellere Wachstum. Ja. Nächster Zug. Naja, da müssen wir uns dann die Regionen noch genauer anschauen. Eventuell werden wir gleich ein bisschen kämpfen müssen. Gehen wir mal hier rauf. Nächster Zug. Hier rauf. Nächster Zug. Also hier war übrigens schon mal Wasser. So, wir haben den nächsten Stamm getroffen. Limsmoor. Mit Deutschland wäre das jetzt vielleicht ein bisschen schöner gewesen. Diese Regionen heißen alle tatsächlich nach Regionen von den Nationen, die drumherum sind. Wir hätten jetzt bei Deutschland hier wahrscheinlich Berlin, Duisburg, München, Frankfurt, was weiß ich was. Und wenn dann plötzlich so ein Stamm kommt, der dann heißt Stamm aus Mailand, weiß man, ah, hier hinten sitzen wahrscheinlich irgendwo die Italiener. Also ich bin leider kein Australier, deswegen Singleton hört sich sehr australisch an, Limsmoor auch. Aber man weiß, ich weiß es natürlich nicht. Hier könnte auch was anderes sein. Mögen uns übrigens auch nicht so besonders. Die Region ist unpassierbar. Warum? Keine Ahnung. Ich würde trotzdem erstmal um mich rumgehen. Ein bisschen. Die haben übrigens auch eine Militäreinheit mit 9 Stärke. So, jetzt haben wir einen Stadtrang erhöht. Anspruch erzeugt. Wir haben jetzt hier oben, man sieht schon, Gesamt 1. Heißt, wir können jetzt etwas... Ein Gebiet an uns angliedern. Und das Wichtige ist schon mal, wir sehen jetzt hier den Namen von dem Gebiet. Daneben einen Anspruch und daneben, wie viele Zonen hat diese Region. Wir sehen hier zum Beispiel 5, hier 4, hier 4, gibt auch welche mit 3, Wasser hat teilweise nur 2. Und dann sehen wir immer bei der Region, was macht denn die Region eigentlich? Also hier gibt es zum Beispiel nur eine Nahrung, aber 3 Holz, 2 Metalle. Kein Geld. Ist schon mal, aber schon mal gut für die Produktion. Hier haben wir 2 Nahrung, 3 Holz, 2 Metalle, 1 Geld. Beides 4. Schon mal besser als hier unten. Hier haben wir dann auf jeden Fall Nahrung. Hier haben wir Nahrung. Ja, hier hätten wir Holz. Wir hier auch ganz viel Nahrung. Ich gehe erstmal nach Armidale. Da wird unsere Produktion stattfinden. Bestätigen, wir holen uns das jetzt. Und das ist jetzt nächste Runde. Nächste Runde, unser Gebiet. Nächster Zug. So, jetzt ist es, man sieht, die Grenzen hat sich erweitert. Perfekt. Lager entdeckt. Genau, wir haben eine neue Region angefangen. Wir gehen hier ins Lager rein, dauert 2 Runden. Nächster Zug. Wir müssen erstmal hier fertig bauen. So, wir haben die Forschung abgeschlossen. Kornspeicher. Reiskorn. Schön, dass ich alles erforsche, was ich noch gar nicht brauchen kann. Was erforschen wir als nächstes? Seile brauchen wir auf jeden Fall. Stonehenge. Sägewerk. Da gehen wir mal rein. Sägewerk. Dann haben wir jetzt den zweiten Hof, by the way, fertig. Und jetzt macht es doch schon ein bisschen besseres Bild, oder? Beide Höfe nebeneinander. Ein Genuss. Ein Genuss. Wir bauen jetzt die Werkstatt. Und zwar hier oben. Wir setzen die Werkstatt einfach mal hier vorne hin. Bam.
Erzähl mal auch hier übrigens Armidale, Canberra. Man könnte auch hier draufklicken. Da könnte man ebenfalls sagen, was man denn bauen möchte. Gut, nächster Zug. Wir haben ein Lager gesammelt. Wir haben ein Rad bekommen. Ein bisschen wenig, aber okay. So, was haben wir hier? Na gut, gehen wir mal hier rüber. Nächster Zug. Hätte ich überhaupt noch überhaupt kein Militär übrigens gebaut. Braucht man am Anfang nicht unbedingt. Weil mit Militär kann man diese Lager nicht einsammeln. Man braucht einen Speer für diese Lager. Lager entdeckt. Zwei Stück. Einmal hier, einmal da. Oh, hier haben wir ein Nahrungslager zum Beispiel. Da gehen wir mal sofort hin. Nächster Zug. Nächstes Lager entdeckt. Oh, und hier haben wir eine Nation getroffen. Das ist das Zeichen für, hier ist eine Nation. Wir klicken mal drauf. Wir sind mit einer fremden Nation. It's Coatl oder so. Das Aztekenreich haben wir entdeckt. Sie mögen uns erstmal grundsätzlich nicht. Nein. Dein Gesandter weiß nicht, womit sie es, was? Womit sie beleidigt hat. Aber sie scheint dankbar zu sein, dass sie ihr erstes Treffen mit den Inkas unbeschadet überstanden hat. Das sind aber die Azteken, nicht die Inkas. Ja, jetzt kann man hier Bündnis vorschlagen. Also wenn wir genügend Vertrauen haben, können wir hier Sachen vorschlagen. Wir können ein Geschenk geben. Grenzen verwalten, offen und so weiter und so fort. Habe ich es weggeklickt, sehr cool. Können sie zurückweisen, weiß ich jetzt genau gar nicht, was das heißt. Sie können die Geheimnisse nutzen, die ihre Nation... Okay, wir haben noch keine zurückweisen. Um den Ruf zu schädigen, ich drücke mal Escape, das ist wohl nicht gut. Und wir können natürlich den Krieg erklären. So, auf Wiedersehen. Auch einen Speer. Ja, so, nächster Zug. Wir holen uns... wir haben die nächste Forschung abgeschlossen. Wir haben uns hier das Lager geholt. By the way, hier sind Barbaren. Ich habe noch nie Barbaren in dem Spiel gehabt. Also hier ist zumindest so ein Angriffszeichen hier unten. Ich gehe mal hier runter. So, nächste Forschung. Hier heißt es zum Beispiel auch übrigens, wenn wir das erforschen, kriegen wir Prestige. Und ich möchte jetzt mal auf die Bogenschützen gehen. Wir brauchen nämlich dann so langsam auch Militär. Wir haben jetzt schon den ersten Gegner entdeckt. So, Fertigung ist... Genau, jetzt geht es auch wieder ein bisschen ins Eingemachte. So, zwei Pelze, eine Statue, eine Kerze haben wir hier hinten übrigens rausbekommen, wo ich gesagt habe, es sind Lebensmittel. Eine Fertigungswarteschlange ist leer. Also erstmal, wir können ein neues Projekt bauen. Ich würde jetzt gerne direkt ein Sägewerk bauen. Erntet Holzvorräte. Damit wir unseren Holz ein bisschen steigern. Und da das ein... Oh, das ist kein Industriegebäude. Aha. Ich dachte irgendwie, das ist ein Industriegebäude. Wir bringen uns also die Werkstatt keinen Bonus. Trotzdem möchte ich erstmal ein Sägewerk hier haben. Und wir haben ja gesagt, wir haben ein Produktionsding. Wir sehen jetzt hier schon eine 1. Hier fehlt was. Wir können jetzt hier draufklicken und sagen... Na, Quatsch, das war falsch. Das war falsch, jetzt habe ich Scheiß erklärt. Das heißt einfach nur, wir bauen das Sägewerk und die 1 heißt, das ist das, was als nächstes gebaut wird. Hier bei der Werkstatt. Ich weiß es jetzt, wir können aber auch rausgehen. Eigentlich sollte er sagen, hey, Moment mal, hier fehlt Fertigung. Vielleicht, weil ich es vorhin weggeklickt habe. Wir können jetzt hier auf die Werkstatt gehen. Und können nämlich sagen, was wir bauen sollen in der Werkstatt. Wir können bauen Seile, wir können bauen Körbe und wir können bauen Steinwerkzeuge. Man sieht, wenn man natürlich drüber fährt, was, für was wir das brauchen. Zum Beispiel also für Weltwunder, große Pyramide von Gizeh, die hängenden Gärten Stonehenge. Wie wir das Ganze herstellen und was wir damit versorgen können. Wenn wir etwas damit versorgen würden, was bringt das 25 handwerkliche Produktion für diese Verbesserung? Wir sagen jetzt mal, ich will Steinwerkzeuge herstellen. Und dann sehen wir hier drunter nämlich, das wäre die Versorgung. Wir könnten selbst die Produktion von Steinwerkzeugen, können wir boosten. Also momentan machen wir alle 14 Runden ein Steinwerkzeug. Das ist das hier rechts. Und wir sehen, hier unten haben wir 2x plus 25 Produktionen. Und wir könnten zum Beispiel Materialien oder Vermögen reinstecken, um das zu boosten. Materialien wäre zum Beispiel ein Material pro Runde. Wir haben 128 Materialien, machen plus 3. Das heißt, ich kann das jetzt mal reinstecken. Bam. Und jetzt machen wir ein Steinwerkzeug alle 25 Runden. Könnten wir jetzt hier mit Gold auch noch machen, wenn man es denn wollen würde. Machen wir mal. Jetzt mache ich ein Steinwerkzeug alle 4 Runden. Kostet mich aber 2 Gold pro Runde.
Gold machen wir wieder raus. Nein, wie geht raus? Leer. So. Mir langt es so. Wir boosten Steinwerkzeuge. Wird später eine Rolle spielen. Ich kann ja schon mal sagen, Steinwerkzeuge baut man nämlich bei zum Beispiel im Sägewerk. Braucht man das drinnen. Apotheke interessiert noch nicht. Große Feuerstelle könnte man es reintun. Fertigungsgilde. Ah, das ist eigentlich ein guter Tipp. Wir gehen jetzt direkt auf die Feuerstelle. Wir bauen ja hier Festmale. Festmale sind wichtig. Deswegen boosten wir das jetzt mit... Ah, okay. Dann kann ich wahrscheinlich nur die... Den Schmuck kann ich wahrscheinlich boosten. Okay. Ich kann es gar nicht boosten. Why? Also wir könnten Nahrung reinhauen. Wir machen plus 10 Nahrung. Boosten wir mal mit Nahrung. Jetzt machen wir ein Fest mal alle 5 Runden. Das ist gut. Vielleicht gibt es später irgendwelche Sachen, die wir brauchen für die Steinwerkzeuge. Muss ich jetzt passen. Und jetzt kann man... Wir haben eh schon die ersten Festmale. Jetzt gehen wir hier mal in die Annehmlichkeiten rein. Und sagen nämlich... Wir haben jetzt hier auch schon verschiedene Sachen gefunden. Tunika, Statue, Parfüm, Kerze. Das sind Sachen, die wir gefunden haben. Festmale stellen wir selber her. Wir wollen jetzt die Stadt boosten mit einem Festmahl. Das bringt uns 25% Stadtwachstum, Nahrung in der Stadt und Stadtzufriedenheit. Bäm! Haben wir jetzt für 10 Runden. Ein Festmahl für 10 Runden. So. Viel erklärt. Wir sind bei 36 Minuten. Deswegen würde ich sagen, für die erste Folge war es das. Keine Angst, in den anderen Folgen wird es mit den Erklärungen immer weniger. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.